Wie läuft's im Phnom Penh? Sehr gut, danke, Dr. Haus. Es geht ihr blendend. Die Virenzahl geht konstant runter. Ich war mit ihr auf dem Land. Die hätten am liebsten, dass ich dort hinziehe, sie heirate und Reisbauer werde. Und jetzt weißt du nicht, was du tun sollst. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich habe gedacht, es geht immer irgendwie weiter, aber es fehlt die Lösung. Ich fahr hin, ich fahr zurück, ich fahr wieder hin. Ich hab kein Geld mehr. Klar. Was denkst du? Mach eine Liste. Ich meine, was haben wir denn auf der Pro-Seite? Das Leben mit dir wird bestimmt nie langweilig. Sex? Wirklich? Ja. Sie ist besonders, kann man nicht anders sagen. Was noch? Sie liebt mich, wie ich bin. Jede Frau, die sagt, dass sie einen liebt, liebt einen so, wie man ist. Gut ist ein Punkt. Kontra? Sie lebt in Asien, ich lebe in Europa. Das könnte auch Pro sein. Also, Kontra? Du kannst dich kaum mit ihr unterhalten. Sie liegt dir auf der Tasche. Sie kann bzw. darf keine Kinder kriegen. Sie ist eine kambodschanische Ex-Prostituierte und sie wird an AIDS sterben. Ist so. Und unter derzeitigen medizinischen Aspekten hat sie maximal 25 Jahre zu leben. Bei guter Medikation. Und jetzt überleg dir mal, wie alt du bist. Musik.